Ja, willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Wir beginnen wie immer mit einem Statement des Gästetrainers. Das ist diesmal Nestor El Maestro vom SK Sturm Graz. Herr El Maestro, bitte um Ihre Analyse zum heutigen Spiel. Guten Abend. Wäre das eine Ligapartie, könnte ich natürlich damit viel besser leben. Ich fand, es war ein enges Spiel auf Augenhöhe gegen einen sehr starken Gegner. Wir haben sehr viel richtig gemacht. Allerdings, es war natürlich ein großer Pokalabend und deswegen zählt nur das Ergebnis und es herrscht bei uns eine Leere und große Enttäuschung. Wir wussten vor dem Spiel und wir haben das auch in der Halbzeit angesprochen. Zwei Mannschaften, die sehr gut aufeinander eingestellt waren und sich mittlerweile sehr gut kennen. Es wird ein Spiel der Konzentration und ein Fehler, eine Aktion, ein Querschläger wird das Spiel entscheiden. Wir haben einmal den Ball nicht vernünftig geklärt und der Klaus hat unhaltbar mit dem Kopf abgeschlossen. Dann hat Lask einmal auch nicht vernünftig geklärt und hat Rücher unhaltbar mit dem Fuß abgeschossen. Hat sich keiner im Stadion beschwert. Heute hat sich nicht beschwert. Die Schiedsrichter werden was von Sichtlinien erzählen oder sonstige Ausreden suchen. Ich habe Dutzende solche Tore gegeben, die ganz normal gegeben wurden. Und für uns sehr bitter, dass wir in der dritten Partie gegen LASK zum dritten Mal einen gewissen Schiedsrichterbonus erleben. Es war bemerkenswert, dass der beste Spieler und der Kapitän des LASK dieses Spiel überhaupt spielen dürfte, nach der brutalsten Foul als letzter Mann am Ende der Ligaspiele im Dezember. Dafür keine rote Karte gekriegt. Es redet natürlich oder erinnert sich kaum jemand an das außer ich. Es wird auch von diesem nicht gegebenen Tor keiner reden, während LASK der Halbfinale bestreitet, da wünsche ich meinen Freund natürlich alles bestens. Und ja, also zurzeit sind sie halt sehr gut, die schweben, die haben diesen Schiedsrichterbonus, das ist normal. Wie kommen wir dahin, dass wir so eine Situation für uns erarbeiten, das ist die große Frage. Wir hängen den LASK zum dritten Jahr hinterher, das ist für uns alle in Graz sehr schmerzhaft. Es ist eine sehr lange Zeit, wenn du drin bist, allerdings aus Sicht unserer Fans, und wir haben einige, die leiden und feiern mit über ein halbes Jahrhundert, ist das nach wie vor eine Momentaufnahme. Wir sind eine große Stadt, ein großer Club, und solange ich das darf, werde ich mit meinem ganzen Herzen und großer Leidenschaft jeden Tag versuchen, uns wieder nach oben hinzuführen. El Maestro. Wir kommen nun zum Statement unseres Cheftrainers Valerian Ismail. Trainer, bitte um deine Einschätzung zum heutigen Spiel. Ja, von meiner Seite Kompliment an die Mannschaft. Ich glaube, dass wir heute eine Cup-Fight gesehen haben. Ein Spiel, wo ich glaube, von der ersten Minute hat man gemerkt, dass da so eine Abtastenphase, beide Mannschaften haben sich neutralisiert durch diese 3-4-3. Es war viele 1-gegen-1 Situationen und dann natürlich geht es um Details, die Zweikampf zu gewinnen, um die zweite Bälle zu bekommen und die Räume zu spielen, um schnell zum Torchance zu kommen. Das war die erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Wir wussten, dass wir eine drauflegen müssten. Das haben wir getan. Wir haben das Tor erzielt. Aber Nestor, kann ich dich beruhigen, wir haben keinen Schiedsrichterbonus, weil im Endeffekt Abseits war Abseits, korrekt. Allerdings, ja. Und allerdings bei uns, Potsmann hat eine gelbe Karte bekommen, ein Handspiel, wo er einen Ball auf der Rippen bekommt. Und deine Spieler, Sakis, glaube ich, kann sich nicht beschweren, als letzter Mann nur eine gelbe Karte zu bekommen. Von daher, ich glaube, das gleicht sich aus immer wieder in einer Saison, auch wenn das immer wieder kommt. Aber
Die beide Mannschaft war, glaube ich, in manchen Entscheidungen benachteiligt, manche Entscheidungen waren richtig. Und ich glaube, dass wir sollten das am Fußball belassen und dann das Ergebnis. Ich glaube, dass wir einfach nehmen den Sieg. Für uns tut uns richtig gut. Was mich sehr, sehr freut, ist einfach, dass die Jungs trotz der kurzfristigen Ausfälle, die wir hatten, die Spieler auch, die durch die Vorbereitung angeschlagen waren, nicht spielen könnte, dass wir unsere Kader in der Breite haben, dass jeder wieder seine Leistung gezeigt hat, dass wir eigentlich die Spieler nicht vermisst heute haben. Und das gibt uns natürlich für die kommenden Aufgaben, die nicht wenige werden, sehr viel Selbstvertrauen und natürlich auch Stärke und Glauben an unsere Kader. Noch mehr. Und ich freue mich auch für Usen Balic durch sein erstes Spiel heute. Gleich ein Tor, hat man gesehen, sofort in seiner Aktion, was er uns andere Farbe in unser Spiel bringt. Und deswegen, wir sind jetzt flexibler geworden in unseren Spielen nach vorne. Und deswegen, wir sind sehr glücklich über den Aufstieg, eine Fight mit Sturm. Ja, gut angestellte Mannschaft, hat man heute wieder gesehen. Und deswegen, wir sind froh, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Danke. Danke, Trainer. Damit dürfen wir schon zu euren Fragen kommen. Das Mikrofon liegt in der ersten Reihe. Wer möchte beginnen? Keine Fragen heute? Ja. Okay, doch eine Frage, Herbert Buhmann, Upper Liga Portal. Ja, Valera, du hast es ja quasi auch schon angesprochen, du warst ja schon zu einigen Umstellungen gezwungen. Michael, glaube ich, Fieber kommen gestern Abend, deswegen kurzfristig. Und wie du es ja gestern bei der Pressekonferenz auch schon gesagt hast, alle, die nachrücken, die müssen immer vorbereitet sein, die ganze Saison schon auf den Punkt X. Und da waren ja dann heute auch wieder, auch wenn Haudum jetzt schon mal gespielt hat, aber nehmen wir jetzt mal gerade Gebauers, erstes Spiel gemacht heute, klar, routiniert. Haudum und gut, mit der Einwechslung hast du ja eh schon gesagt, dann mit Walisch. Aber gerade jetzt zu Haudum und Gebauer mal ein Zeugnis von dir. Sehr gut. Ich glaube, dass Stefan schon gegen Sturm im Dezember schon gezeigt hat, dass auf ihm auch Verlasse ist. Und ich glaube, dass heute hat nochmal einen draufgelegt. Hat man schon gemerkt in der Vorbereitung, ja, in den Spielen, die wir gemacht haben, hat er das wirklich richtig gut gemacht. Er war absolut fokussiert und auch im Einzelgespräch hat man gemerkt, dass er bereit ist. Und das war auch mein Gefühl im Training. Der Valentino Müller hatte auch vielleicht verdient hätte zu spielen, aber das war so ein Bauchgefühlentscheidung, die eine Trainer immer wieder hat. Und bei Gebi, das ist klar, dass er eine klare Rolle bei uns hat. Er kennt seine Aufgabe und es geht nur darum, wenn man ihn braucht, dass er da ist. Und bei ihm natürlich dauert manchmal sehr, sehr lang. Aber das ist auch ein großes Kompliment, weil in so einem K.O.-Spiel, wo du eigentlich du spielst oder du gewinnst oder bist du raus, die Leistung abzurufen, auf der Punkte zu bringen, das zeigt schon die Mentalität dieser Mannschaft. Und das hatten wir schon in der Vorbereitung gespürt. Und das hatte uns dieses Selbstvertrauen gegeben. Aber wie immer in so einem Spiel, du weißt nicht, wo du stehst. Das fühlt sich gut an im Training, das fühlt sich gut an in der Testspiel. Aber die Wahrheit jetzt liegt auf dem Platz. Und unser Gefühl hat sich nicht getauscht. Gibt es weitere Fragen? Herr Elmar Estu, Sie haben heute etwas mit einer anderen Variante gespielt, also mit einer anderen Grundordnung wie noch beim Meisterschaftsspiel. Diesmal mit 3-4-3, auch wieder mutig agiert, auch wie damals, vor 2 Monaten. Was war die Ansage in der Halbzeitpause? Weil die Mannschaft kam raus, hat eine sehr starke Phase gehabt, gerade die bis zum 1-0 des LASK. Also mit den Grundordnungen glaube ich nicht, dass sie das richtig in Erinnerung haben, aber das ist egal, ist mir auch nicht so wichtig. Es war in der ersten Halbzeit, glaube ich, einen gegenseitigen Respekt zu spüren. Ich weiß jetzt nicht, ob voneinander oder von wie groß das Spiel ist. Wir waren beide, was jetzt das kontrollierte Fußballspielen angeht, etwa respektvoll oder ängstlich. Wir hatten großen Respekt vor Ballverluste. Wir haben uns neutralisiert und ich habe was Ähnliches erwartet und so war es auch in der zweiten Halbzeit. Ich habe gesagt, ich glaube wortwörtlich, es ist ein Spiel nur der Konzentration. Es wird ein Ball durchrutschen auf unsere oder deren Seite und das wird das Spiel entscheiden.
Für uns war das Spiel vielleicht noch wichtiger als für den LASK, weil es war für uns eine Chance auf einen Titel. Ja. Und bei LASK ist das nicht die einzige Chance. Vielleicht hatten wir dann ja, ein bisschen mehr Wille, nicht im Vergleich zu LASK, weil das sage ich nicht, aber im Vergleich zu das, was wir abgeliefert haben in der ersten Halbzeit. Gibt es noch Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dürfen wir die heutige Pressekonferenz schließen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald.